Guten Tag, grüß Gott, grüezi, zdravstvuyte. Ich bin Lina Rostmeier und wir haben heute wieder die Rubrik Q&A, wo ich eure Fragen beantworte. Deine Fragen kannst du unter jedem x-beliebigen Video schreiben. Falls sie interessant für mich werden und für meine Abonnenten, werde ich das nächste Mal auch deine Frage beantworten. Und heute ist das letzte Q&A-Video aus Sibirien in diesem Jahr. Schöne Grüße von einem Bären und von einem Rentier. Die habe ich übrigens nie gesehen in der Stadt. Die sind vielleicht irgendwo draußen in Tundra, aber meine Stadt ist ja 850.000 Bewohner und die Stadt erstickt im Verkehr. Ich habe das Gefühl, dass in Wirklichkeit hier viel mehr Bewohner sind, Bewohner, Einwohner, und nur die Statistik will das mit Absicht runterdrücken. Warum? Damit die Stadt nicht diese Föderationsbedeutung bekommt. Denn wenn die Stadt diese föderale Bedeutung bekommt, ab 1 Million, dann bekommt die Stadt verschiedene Förderungen. Im Moment zahlt meine Stadt nur an das ganze Land durch Öl, durch Gas, durch verschiedene Bodenschätze, denn diese Region ist sehr reich. Aber das Wetter ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Jetzt ist es heiß, im Sommer gibt es heiße Tage auch, aber der Sommer ist sehr kurz. Und überall fliegen solche Mücken, weil es Sumpf ist ja überall. Ich wohne im 21. Stock und sogar in den 21. Stock nach oben fliegen solche Mücken. Also Gelsen sind das, sagt man in Österreich. Gut, die erste Frage beantworte ich von einem deutschen oder österreichischen oder Schweizer Abonnenten. So, ich muss sie nur finden. Heute ist so eine Blindbeantwortung. Kann man in längeren Beziehungen lustvollen, aufregenden Sex haben? In längeren Beziehungen lustvollen, aufregenden Sex. Ja klar, kann man schon, aber nicht mit dem Partner oder nicht mit der Partnerin. Ohne Witze, hier sollte man fragen, was bedeutet für jeden eine längere Beziehung? Für einen ist es eine Beziehung, die vielleicht 2 Jahre lang dauert. Für einen anderen ist es eine Beziehung, die 25 Jahre lang dauert. Ich würde sagen, eine längere Beziehung, ich persönlich betrachte die Beziehung als eine längere Beziehung, eine lange Beziehung, die Beziehung ab 7 oder 8 Jahren. Denn aus meiner Erfahrung, und wir wissen auch alle, dass dieses verflixte siebte Jahr, ja, das verhexte siebte Jahr irgendwann auftritt. Und natürlich gibt es Psychologen, Psychotherapeuten, es gibt viele Experten, die behaupten, nein, das stimmt nicht. Aus meiner Erfahrung, ich coache jeden Tag Menschen in dieser Angelegenheit, Beziehung, Dating und so weiter, ist das wirklich so. Nach 7 Jahren kommt irgendwie ein Knickpunkt oder Knackpunkt und es ist alles anders. Die Beziehung, entweder kommt sie auf eine neue, andere Ebene, höhere Ebene oder goodbye. My friend, goodbye. Okay, in längeren Beziehungen, ja, ab und zu schon. Ab und zu schon, und hier sollte man sich Mühe geben. Und hier helfen diese Rollenspiele, Rotkäppchen, der böse Wolf und so weiter, aber nur kurzfristig. Zu diesem Thema habe ich auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, Rollenspiele in Beziehungen. Ich weiß nicht, warum dieses Video nicht so viele Views hat wie ein anderes. Zu dem Thema zum Beispiel Katoptrenophilie oder Somnophilie, ich weiß nicht warum, aber das ist das Wichtigste eigentlich. Ich empfehle jedem, dieses Video sich anzuschauen.
Ich möchte auch diesen Mann fragen, der mir die Frage gestellt hat, wozu soll man in längeren Beziehungen einen lustvollen und aufregenden Sex haben? Was ist der Sinn? Denn eine Beziehung ist für ganz andere Sachen da. Mein neues Telefon geht irgendwie heute nicht. Eine Beziehung ist ganz für andere Sachen da, nicht für Sex. Sex ist nur ein kleines Bestandteilchen von einer Beziehung. Aber nicht so wichtig, nicht so unbedeutend. Natürlich gehört Sex in Liebesbeziehungen, in längeren Liebesbeziehungen, in Ehen zur Ehepflicht. Man sollte es ab und zu durchführen, Augen zu und durch, sage ich. Aber eine Beziehung ist etwas ganz anderes. Das ist eine Union, würde ich sagen, ein Bund, ein Bündnis auf einer höheren Ebene, auf der Ebene der Partnerschaft, auf der Ebene Respekt, auf der Ebene Freundschaft, auf der Ebene Hilfsbereitschaft und Familie. Es ist was ganz anderes. Okay, die Frage ist beantwortet. Das war die Frage aus meinem deutschen Kanal. Jetzt kommt die Frage aus dem russischen Kanal. Kann eine Beziehung ohne Sex funktionieren? Beziehung ohne Sex. Habt ihr euch heute abgesprochen? In welcher Sprache habt ihr euch abgesprochen? In deutscher oder in russischer? Denn viele stellen mir dieselben Fragen heute. Kann eine Beziehung ohne Sex funktionieren? Ja, eine Beziehung ohne Sex kann funktionieren, aber dafür brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Welche Beziehungen funktionieren ohne Sex? Das sind wieder längere Beziehungen, wo Partner reif diese Beziehung beginnen. Reif bedeutet nicht älter. Reife hat mit dem Alter nichts zu tun. Reif bedeutet, dass sie bewusst eine Beziehung beginnen, dass sie bewusst diesen Bündnis eingehen, dass sie bewusst eine Familie gründen und dass sie Verantwortung dafür übernehmen und verstehen, dass eine Beziehung mit Sex oft nicht am Hut hat, wie man in Österreich sagt. Und es kann funktionieren. Ich kenne solche Beziehungen, die funktionieren schon seit über 20 Jahren lang, auch in meiner Familie, aber dort geschieht praktisch kein Sex. Ab und zu, bussi bussi, aber keine Intimitäten werden ausgetauscht. Trotzdem sind beide Partner glücklich, sie sind Freunde, sie sind Partner, sie unterstützen einander. Wie ich schon gesagt habe, eine Beziehung ist etwas anderes. Nicht verwechseln eine Beziehung mit einer Verliebtheit. Verliebtheit, Leidenschaft, Sex, das sind nur so Etappen in einer Beziehung, so kleine Stufen, die nach oben führen. Und eine richtige Beziehung, eine erfüllte Beziehung, wenn beide Partner bewusst verstehen, was das bedeutet, in einer längeren Beziehung zu sein, dass es kein Wunschkonzert ist, sondern eine Freundschaft, eine Partnerschaft. Diese Beziehung kann auch ohne Sex funktionieren und blendend funktionieren. Ich habe schon öfters gesagt, in einer längeren Beziehung quält nicht einander mit Sex. In einer längeren Beziehung verlangt nicht von Partner Orgasmen, quält den Partner nicht mit euren Orgasmen oder Sexwünschen. Und wenn ihr alles unter einem Hut bringen möchtet, dann kann ich euch gleich enttäuschen. Dann seid ihr noch nicht reif. Sammelt zuerst Erfahrungen, ein paar Beziehungen eingehen, beenden und erst dann seid ihr soweit. Erst dann versteht ihr. Deswegen ist mein Projekt für Menschen ab 35. Und ich weiß nicht warum, aber 80% meiner Zuschauer sind Männer.
Können mir vielleicht Frauen, die mich schauen, können mir Frauen erklären, warum Frauen meinen Content nicht so interessant finden? Es würde mich sehr interessieren. Gut, noch einmal schöne Grüße aus Sibirien. Schreibt eure Fragen. Ich liebe euch alle. Bis bald.